Ja, hallo, mein Name ist Ines Krötger. Ich betreibe in Bonn die mobile Hundeschule Dialog Hund. Und heute dreht sich alles um das Thema Hochheben, und zwar Hochheben eines kleinen Hundes. Warum soll das überhaupt geübt werden? Ich kann mir den Hund ja auch einfach schnappen und unter den Arm klemmen. Wenn ich das mache, ohne zu üben, dann habe ich wahrscheinlich bald einen Hund, der sich nicht mehr gerne hochheben lässt oder der das nur ungern über sich ergehen lässt und nicht ohne Meideverhalten zu zeigen. Das Hochheben an sich ist eine bedrohliche Geste. Ich muss mich dafür ja nach vorne beugen, über den Hund, meine Hände greifen nach ihm. Und aus Hundesicht ist das eine sehr bedrohliche Sache, die nicht gerade angenehm ist. Und deswegen macht das auf jeden Fall Sinn, dass ich das mit dem Hund übe. Es gibt immer Situationen, wo ich das brauchen werde. Sei es ganz banal, dass ich den Hund irgendwo hochheben muss oder irgendwo drüber heben muss, draußen über einen ganz großen Baumstamm, wo er selber nicht drüber kommt. Oder ich möchte ihn irgendwo reinsetzen in irgendein Gefährt. Oder natürlich, wenn ich den Hund auf den Tierarzttisch setzen will. Das sind alles Situationen, wo ich den Hund hochheben muss. Ganz wichtig beim Hochheben ist, dass ich dem Hund das vorher mit einem Wort ankündige. Bei mir selber ist es jetzt heben. Man kann natürlich jedes beliebige andere Wort nehmen, aber das ist wichtig, dass ich dem Hund vorher Bescheid sage, was jetzt überhaupt kommt. Und zwar bevor ich anfange, den Hund hochzuheben. Also dass ich sage wirklich erst das Wort und dann beuge ich mich runter und hebe den Hund hoch. Im ersten Schritt fange ich an, dass ich mich zum Hund runterbeuge mit gestreckten Händen, ihn aber noch nicht berühre. Und ich sage auch noch nicht die Ankündigung, sondern es geht erstmal nur darum, dass ich dem Hund vermittle, wenn ich mich zu ihm runterbeuge und die Hände nach ihm ausstrecke, dass das nichts Schlimmes ist. Und vom Ablauf ist, je nachdem, wie sensibel der Hund ist, beuge ich mich mehr oder weniger weit runter, strecke eventuell schon die Hände aus, klicke und das belohne ich dann ganz hochwertig und nehme dann natürlich die Hände wieder weg und richte mich auch wieder auf.